Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Peter von Zahn im Kohlenpott. Dunkel und drohend erhebt sich gegen den Abendhimmel die Silhouette einer Zeche, das Gerippe eines Förderturms, die Dächer der Kohlenwäsche und des Kraftwerks, ein überlanger Schornstein, die plumpen, turmartigen Gebäude der Kokerei, der Schatten der Halde, auf der wie ein Käfer ein Förderwagen sitzt. Hinter dieser Zeche und hinter der Brücke mit der qualmenden Lokomotive stehen andere Zechen, hunderte von Schornsteinen, die in den schmutzigen Himmel fühlen, und weitere Haldenberge, die kleine Förderwagenkäfer tragen. Da kommen Hüttenwerke, die mit Feuer- und Eisenlärm gefüllt sind, Tag und Nacht, und tausend keuchenden Männern Arbeit geben. Da kommen Förderseile, die ins Erdinnere tasten, und halb zerstörte Siedlungen, die wie grauer Aussatz die Erde bedecken, nachdem sie einst Wald und Ackerland verschluckt haben. Da kommen Gleise, an denen Männer mit eisernem Gerät bauen, Kanäle, Brücken, Dämme, Straßen, Tunnel, an denen Männer in groben Schuhen Reparaturen vornehmen. Da kommen hochgespannte, summende Drähte hin und her, vor und zurück. Und Rohre, gewichtige Rohre, geschweißte, genietete, nahtlos gezogene Rohre, die von Männern verlegt werden. Meterdick angeschwollene Venenstränge, gebündelt, sich kreuzend, über und unter der schorfigen Haut dieses großen, von Männern aufgeworfenen Ameisenhaufens nördlich der Ruhr, in dem von 10 Erwerbstätigen immer 7 ihr Brot verdienen mit ihrer Muskeln und Hände Arbeit.